Moin ihr Lieben, wir kommen zu einem neuen Video und über Instagram habt ihr entschieden, dass ich euch heute den Tag über mitnehmen soll. Es stehen einige Fotomotive an, die ich heute mit Laura und Patrick umsetzen werde. Und ich bin gespannt, ob wir das schaffen, denn in der Winterzeit haben wir ja immer so ein bisschen auch das Sonnenlicht im Nacken, weil um 5 ist halt einfach dunkel und man kann auch nicht ganz so früh anfangen. Deswegen mal schauen, ob mein Plan, den ich geschmiedet habe, heute aufgeht. Ich werde jetzt auch direkt in den Stall fahren und ab und zu werde ich ein paar Sequenzen in Schwarz-Weiß machen, weil ich einfach noch nicht die Farben zeigen darf, weil da auch einige Magic-Tech-Sachen bei sind, die noch nicht veröffentlicht sind. Deswegen nicht wundern, das ist kein Schnittfehler oder so. Ich habe das dann bewusst Schwarz-Weiß gemacht. So, und jetzt packe ich alles zusammen, husche ins Auto und fahre in den Stall. In diesem Karton sind ganz viele Sachen noch für Shootings und ich muss jetzt einmal ein bisschen das auseinandersortieren, denn für das Lookbook von HKM wird das so sein, dass ihr nachher die Möglichkeit habt, so ein bisschen meinen Look zu entscheiden und auszuwählen. Und deswegen muss ich mir mal einen Überblick verschaffen, wie ich das dann nachher shooten und auch filmen muss. Ich mache mir jetzt hier von den Looks Fotos, damit ich ja nachher weiß, was ich fotografieren muss. Denn hier unten habe ich einen Plan, den ihr jetzt nicht verstehen werdet, aber da muss ich mir einen Überblick verschaffen, was ich wie fotografiere. Und deswegen einmal alles hinlegen, Fotos machen, damit das nachher schneller geht. Ich bin jetzt im Stall angekommen, habe hier meine ganzen Outfits in Tüten. Das ist ja das HKM-Outfit, das ist so viel. Warum werdet ihr dann ja im Video sehen, wenn es online geht? Das ist für Palou, das ist ein richtig schönes Outfit. Dann habe ich hier für Sammy noch die Looks. Also ja, wir haben einiges vor uns. Ich weiß, dass es wieder in einem Riesenchaos endet. Aber wenn ich das abgeschootet habe, dann kann ich das nämlich auch ins Pferdezimmer einräumen. Und jetzt geht das ja wieder. Ich habe da ja wieder Ordnung geschafft. Ich glaube, man sagt Ordnung geschaffen und nicht Ordnung geschafft. Und dann habe ich hier noch die allerwichtigste Tüte, denn da sind unsere Süßigkeiten drin. So, unser Proviant für heute. Zumindest alles, was man schnell snacken kann. Und jetzt werde ich Palou fertig machen. Ich bringe jetzt schon ein paar Sachen zum Auto und die Bügel sind euch schon aufgefallen. Das ist ein Paar von Freejump, wie ihr auch sehen könnt. Und ich liebe die sehr. Ich habe ganz, ganz lange, schon bestimmt 5 oder 6 Jahre, meine braun. Die werde ich jetzt auch nochmal warten lassen, aber die sind immer noch heile. Und ich liebe die Bügel wirklich sehr, sehr doll, weil die auch schön schwer sind. Noch einen freshen Unterleger. Und die Trense, das wandert jetzt schon mal ins Auto. Ich habe Palou jetzt schon gesattelt, der wartet da vorne schon. Und für uns geht's gleich los. Ich muss mich noch eben umziehen. Und da wir hier jetzt nicht so eine richtige weiße Toilette oder alles irgendwie haben, damit das sehr komfortabel ist, mache ich das jetzt hier auf der Stallgasse. Obwohl, wir haben schon verrücktere Sachen gemacht. In den Pferdeboxen, weil ich nicht so eine kluge Hose drunter hatte und mich dann verstecken musste in den Boxen. Aber ich glaube, wir sind auch noch ganz gut im Zeitplan, müssen Patrick gleich nur wecken. Der ist nämlich noch im Bett und pennt. They were in high school when they met, and things got kinda awkward. With sparks in the air, he would stare at her in class, and she would try to act cool. But it was obvious, like, ooh. Wenn Saskia euch sagt, dass sie einen Vlog machen kann, wenn ich da bin zum Fotos machen, bin ich die, die den Vlog irgendwie immer macht. Also, ihr dürft nicht immer entscheiden und abstimmen, dass ihr solche Vlogs sehen wollt, wenn ich da bin. Das macht mir doppelt Arbeit. And maybe I'll call you my sweetheart and promise nobody can steal me away. Then I am yours, 'cause I want you and I wanted you to know. He looked at her and then he smiled. Alter, gar kein Netz, also hier darf auch nichts passieren. Beide Ohren.
Colin wird wieder warm angezogen. Der war so lieb. Der hat das echt richtig, richtig gut gemacht. Vor allen Dingen ist das hier auch so schön gewesen. Das ist auch immer noch schön. Die Ruhe selbst. Übrigens ist auch gerade auf einem Instagram-Kanal zu diesem wunderschönen Equestrian Stockholm Outfit eine Verlosung online gegangen. Ich würde sagen, Palou steht es echt verdammt gut und ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut, denn es lohnt sich ja auch. Wir sind jetzt mit Palou zurück, der steht ja auch schon wieder in seiner Box und Holly ist ja auch schon so ziemlich startklar. Patrick hat sie schon geputzt und wir bauen jetzt alles auf für die ersten Videoaufnahmen, denn jetzt fangen wir mit dem Lookbook an. Und da werden Holly und Carlson mit drin vorkommen. Wir haben schon die ganzen Detailaufnahmen gemacht, also Video sowie auch die Fotos und jetzt werde ich mich umziehen und dann fangen wir mit Carlson an. Den macht Patrick gerade auch schon fertig. Wir müssen mal gucken. Ich denke, wir werden mit dem jetzt nicht fahren, sondern uns hier irgendwo eine schöne Ecke suchen und vielleicht fahren wir dann mit Holly nochmal in den Wald. Was ist los? Was ist bei dir los? Du bist heute so motiviert. Was heißt motiviert? Ja, Paddel hat ohne Aufforderung alle Pferde direkt geputzt. Füße gewaschen, gefettet, mit Holly schon spazieren gewesen, jetzt Kamera in der Hand. Ja, unglaublich, ne? Heute, ja, ist echt unglaublich. Alle Jahre wieder. Oh, immer am, was haben wir heute? 18. Oh, 18, 11, 18, deswegen. Bald ist wieder Weihnachten. Oh, nee, noch nicht, bitte. Es ist der absolute Struggle. Wir haben so gedacht, dass wir ja, bis 4, 5 vielleicht Fotos machen können. Es ist jetzt gerade 3 und schon richtig dunkel. Wir machen jetzt noch ein Foto, weil Laura nächste Woche so eine Schicht hat, dass sie immer erst kurz vor 4 hier wäre. Das heißt also, dann wäre das auch zu spät. Und die restlichen Aufnahmen mache ich morgen mit Patrick dann zusammen. Oder die Tage halt eben, das schauen wir dann. Ja, das ist... ich hasse es im Winter. Wir haben jetzt auch mittlerweile die Jungs draußen und jetzt werde ich gleich die Mädels noch bewegen. Ich glaube, Carlson kriegt einfach auch frei heute. Palou hätte sowieso frei gehabt. Und von daher, Carlson war nämlich gestern richtig gut. Ich habe ja mit ihm immer das Problem, dass er so in Distanzen und Vorsprüngen losschießt, weil ich ja am Anfang noch so Angst hatte und immer ganz viel Druck gemacht habe. Und das ist jetzt ganz, ganz tief drinne. Und ich habe ja die letzten Wochen halt immer nur Minisprünge gemacht, leichten Sitz, ganz viel Ruhe. Und es hat sich schon ausgezahlt. Ich zeige euch auch einfach mal die Runde von gestern, die echt gar nicht schlecht war. Zwar mal ein bisschen dicht, aber lieber zu dicht, weil er einfach, ja, weil ich noch nicht damit gerechnet habe, dass er so ruhig bleibt, als dass er so krank losschießt. Vor allen Dingen in der Distanz hat er ganz toll die Ruhe bewahrt. I'm around you, I get a bit nervous, like in a plane before it's taking off. Make a wish, take your pick, let me out before I slip. Take your pick, take your pick, make a wish, take your pick, let me out before I slip. Take your pick, take your pick, hit. Dynamite, you just blew my mind right now. Wir haben jetzt so eine Dreiviertelstunde longiert mit Schritt und Trab
Und wenn sie wollte, ist sie auch ab und zu mal angaloppiert. Und jetzt laufe ich noch ein bisschen mit ihr Schritt, damit sie runterfahren kann. Und dann, ja, werde ich noch Sammy ohne Sattel reiten. So ist der Plan. Und vielleicht longiere ich Karls dann doch noch. Mal schauen. Aber jetzt laufen wir erstmal noch ein bisschen Schritt. Patrick ist gerade hier am Führen, weil wir haben nämlich einen kleinen Passagier. Und Sammy ist ja für sowas sehr, sehr gut geeignet. Die ist ja super lieb. Und deswegen sitzen wir jetzt hier gerade zu zweit drauf und reiten ein paar Runden Schritt. Flying like a cannonball, yeah. What if I'm just concealing that I'm waiting for a star to fall? Won't you do me a favor? Won't you hit me up, baby? All this time I'm looking at my telephone, 'cause I'm thinking of your hands and the way you make them dance on me, on me. Ich bin jetzt wieder zu Hause und werde mich jetzt auch gleich von euch verabschieden. Muss nämlich das Auto noch ausräumen und dann zu meinen Eltern essen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ein bisschen in meinen Tag rein zu schnuppern, einen kleinen Einblick zu bekommen. Ja, leider lief es nicht ganz so, wie ich es eigentlich geplant hatte, aber das Wetter kann ich leider nicht regulieren. Deswegen heißt es für Patrick und mich, morgen nochmal weitermachen mit dem Lookbook. Das werden wir morgen zu Ende filmen. Und dann die Fotos, die eigentlich mit Sammy geplant waren, müssen wir dann auch irgendwann, ja, die nächsten ein, zwei Wochen nachholen. Und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.